Der pure Stress beginnt für mich. Ja, das Spiel ist für mich Stress. Es ist Stress. So viel Stress, dass sogar dieses einfache Level, was ich letztes Mal angefangen habe, nicht geschafft habe. Obwohl es so einfach ist, wenn man weiß, wie. Ja, ich sagte ja in der letzten Episode, dass hier irgendwo was versteckt sein soll. Hier ist zufällig was versteckt. Da, hier, da ist das scheiß Krümelchen Gold, was mir fehlte letztes Mal. Fuck you! Scheiß Krümelchen Gold. Und sonst sind alle Level ja eigentlich einfach, ne? Also sieht auf jeden Fall einfach aus. Wir müssen nur, den können wir ja gleich mitnehmen hier. Und vermutlich, ja, ich wollte gerade sagen, vermutlich ist oben rechts das Ziel. Ha, 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 ha. Ja, das ist ja da, dieses rote Ding da versteckt sich so ein bisschen im Hintergrund des Hintergrunds. Ah, das ist wieder typisch, ne? Das Level ist so einfach und das nächste Level wird wieder ein Wix-Level, ey. Ich weiß es jetzt schon. Du? Komm ja nicht auf die Idee, hinterher zu kommen. Du bleibst schön da oben. Frage ist ja immer, wie viele Levels werde ich dieses Mal nicht schaffen? Habe ich letztes Mal nur geschafft, oder überhaupt geschafft, ohne zu cheaten? Eins Level vielleicht oder so? Keine Ahnung. Etwa ich habe keinen Bock mehr, Spielstütz ab oder... Es ist immer irgendetwas. Aber ich sage ja, hier sind Cheats eingebaut im Spiel, die wollen, dass ich cheate. Und wenn ich so ein Level sehe, dann will ich sowieso, dass ich cheate. Okay. Wir haben viele, viele bunte Gegner. Ein paar Fallen. Sprühflasche und... Bohrer? Fuck, Bohrer, wo brauchen wir denn Hasen? Keine Ahnung, wir spielen mal los. Wenn ich das sage, dann verkacke ich ja sowieso immer hier vorne und hinten. Eigentlich, ne, ich kann relativ viele ausschalten mit den Dingern. Haben die einen festen Spawnpunkt? Das ist ja die Frage, die es jedes Mal gibt. Ey, komm mal hier hoch. Komm mal rein, fall mal ins Loch und stirb mal, damit ich gucken kann, wo ihr wieder spawnt, ihr kleinen roten Wichsers. Na los, na los. Ah, okay. Es war zwar unten rechts, aber ich vermute jetzt einfach mal ganz stark. Dann mache ich den hier weg. Ich vermute mal ganz stark, dass sie keinen festen Spawnpoint haben. Nur was sagt ihr? Ich sag, dass ich hier weg muss. No, damit mal ein weniger. Super, super, toll, toll, toll. Das bringt, dass wir jetzt ein weniger haben. Und da sind es noch einer und es sind noch zwei, aber... Theoretisch, wenn du die irgendwo nach hinten hinlockst oder so weiter, die kommen ja eh nicht hinterher. Warum kriege ich hier so viele Bomben, Bomben? Damit ich nachher, ja, zum Ziel laufen kann, ne, theoretisch. Denke ich mir aber auch wieder, wofür brauche ich dann den scheiß Bohrer? Um nach hinten zu kommen, komme ich auch hin. Also, hier ist wieder irgendwas unsichtbar versteckt im Boden. Nee, ja, ist aber Sachen am Boden. Also Schleim und Schleim kann man nicht raufschießen. Stirb mal bitte, du Wichser. Stirb. Stirb. Okay, ja, fester Spawnpunkt. Auf jeden Fall, jetzt kann ich versichern gehen, dass ich einen festen Spawnpunkt habe. Ist das gut? Ey, manchmal. Ja, nimm das Ding mit. Dass ich es, glaube ich, brauchen würde, aber ja, nimm es mit. Mach den unsichtbaren, dann lauft er sowieso wieder irgendwo hin, wo er hin will. Ja, genau, lauf noch links. Danke. Danke, roter Typ. Weiter geht's nach oben. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Geht ja nur noch da ganz oben, ne? Nur hier hin. Warte. Ist das so schwer, weil es so klein ist hier alles. Es ist so klein. Naja, das Spiel war ja auch damals für Monitore, ne? 640x480 ist schon fast zu viel gewesen für das Spiel. Ah, fuck, was mache ich denn jetzt? Wo mache ich denn jetzt? Ich bin gefahren. Fuck. Mal einfach tschüss. Schieße ich den noch durch. Lass ich den hier kommen. Hallo. Ja, schön. Bestimmt kann ich da auch rein theoretisch in den reinjumpen über die Leiter. Die Stumpf. Ja, krieg mich da. Krieg mich noch. So schlau bist du nicht. Ja, das Teil hier bloß wieder mitnehmen. Brauche ich hier noch irgendwo hin? Theoretisch nicht. Der kann eigentlich da bleiben. Ne? Der bewegt sich da eh nicht weg. So, willst du weggehen? Zum Beispiel? Ja, danke. Tschüss.
So, jetzt will ich den einfach hierher kommen lassen. Falle aufstellen. Hallo, hol mich. Boah, du bist so dumm, du bist so dumm. Du bist auch so dumm. Mal gucken, es ist nur noch dieser kleine Fitzel da unten. Ja. Mach ich jetzt die Distanz. So, ich lass ihn kommen. Lass ihn hier reingehen und lass ihn sterben. Ich hoffe, dass wenigstens jetzt gleich mein Erlösungsgeräusch kommt. Gib mir mein Erlösungsgeräusch. Hör zu. Ja. Ja. Oh Gott, ey. Ich liebe dieses Geräusch. Das heißt, es ist für mich Ende. Aus. Schluss. Jetzt. Nastrovia. Kotschmitschikow, keine Ahnung. Aber, erstmal machen wir hier ein Respawn für dich, du Wichser. Ich hoffe, dass du jetzt nicht rüberläufst, nur weil deine Typ in der Luft hängt. Danke. Nichts falsch machen, bloß nicht die 2 drücken. Ach nee, die 2 kann ich ja sowieso nicht drücken, weil ich ja gerade die Sprühpistole nicht in der Hand habe. Komm, Beach. Auf zum Ziel. Ah, das Level war ja doch gar nicht so schwer. Dafür bestimmt das. Müssen wir bohren. Auf jeden Fall. Ja, auch nicht, wenn wir schießen können. Zum Beispiel. Ah, das Schiete. Guck mal, ich kann mir nicht. Ich kann mir nicht die Sprühflasche holen, weil ich hier unten nicht mehr wegkommen würde. Ich will ja mal die Sprühflasche haben. Ich will auch den Bohrer oben haben, weil den Bohrer brauche ich ja. Um weiterzukommen. Jojo, verpisst euch. Haut ab. Let's go! Brauchst nur den Bohrer dafür? Hey, danke, dass du durch den Boden fliegst, du Arsch. Hab ich ja oben auch noch einen Bohrer? Ja, wahrscheinlich teilweise Bohrer, teilweise. Sehe ich das falsch? Ich sehe bestimmt alles falsch. Ich sag gar nicht dieses Spiel. Kann ich ja jedes Mal, ne? Es gibt keine Episode, wo ich nicht über Puzzle spiele, Mega. Na, wo fällt er durch? Komm! Oh, er fällt nicht durch. Aber theoretisch kann ich einfach hier, so, den hier machen. So. Und dann bräuchte ich rein einen Bohrer, weil ich nicht hier durchkomme. Yay. Okay, ich brauche den Bohrer, auch wenn ich den nicht gerne haben möchte. Warum will ich den nicht gerne haben? Meine Sprühflasche ist so gut und schön und toll. Ich brauche diesen Klumpen Gold. Diesen Klumpen Gold hole ich mir. Auch stumpf, dass die irgendwie ein unterschiedliche Amount. Ich liebe die englischen Begriffe. Ja, einige Münzen sind ja ein Gold wert, einige 2, eine 3, einige 4. Macht ja eigentlich keinen Unterschied. Außer man kehrt ein paar Punkte. Wer kehrt denn ein paar Punkte hier in diesem Spiel? Niemand. Ach ja, was mache ich hier jetzt? Ich will das Ding an diesem mitnehmen, aber ich habe jetzt gerade den anderen Teil, so gesagt. Den holen wir uns gleich. Dann werden wir wenigstens einen von diesen komischen Typen los. Die falsche Taste drücken ist auch gut. Nee, zu viel überlegt, zu lange überlebt. Tschüss. So, sind wir wenigstens einen los. Mehr können wir auch gar nicht loswerden, dann gibt es nicht mehr Fallen. Ich liebe Fallen. Fallen sind immer so toll. Da wird man eure Scheißtypen los. Ich hasse euch alle. Alle. Ich bin als zwar jetzt die ganze Zeit auf der Seite, aber das bringt mir auch nicht, weil ich auch gleich in die Seite muss. Will aber nicht, ich will da bleiben. Oder geht an mir vorbei. Zum Beispiel. Dann gehen sie auch nach unten, ne? Ich kann die, glaube ich, kann ich die nicht verarschen? Kann ich nicht sagen, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, meine Freunde, kommt her, kommt her. Ja, brav. Alle nacheinander. Nein, nur einer. Entscheidet euch doch mal, ihr blöden Typen. Okay, theoretisch genug Zeit, ich muss nur mich nur beeilen. Ihr kommt bitte nicht hinterher. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt muss ich mir den Schlüssel besorgen und der Schlüssel ist, wo ist denn der gewesen? Ich blind, da ist er doch.
Ideal, können wir sogar hier abkürzen. Ach, müssen wir ja sogar machen. Ich glaube, ihr seid nicht so schlau, oder, Typen? Seid ihr schlau? Ja, ihr seid schlau. Kommt her und holt mich, bitte. Nicht in der Luft hängen, sondern komm. Ja, machen sie natürlich nicht. Ja, hier, komm, ich will auf den Boden der Tatsachen. Kommt her, holt mich. Ja. Was macht ihr für ein Scheiß? Ja, hallo, hier bin ich. Ich will doch noch rüber und das Tor aufmachen und durchschaffen. Und da habe ich schon 3 Levels geschafft. Wow, ich würde sagen, fast euer Rekord. Ha, ha, ha. Ganz am Anfang, ne, da habe ich ja alles durchgehend geschafft, aber da waren die Levels ja auch immer nur einfach. Immer. Und jetzt sind die ja momentan so rendemäßig. Also jetzt geht das so einigermaßen, aber einige Level sind ja richtig hurenmäßig. Welche, die wisst ihr ja schon, falls ihr ein oder zwei Episoden geguckt habt, es gibt immer eine, ein Level, wo ich mich aufrege. Warum sind die Dinger in der Luft? Ich kann auch nichts machen, die auszuweichen, ne? Oh ne, das ist wieder ein ganz dummes Level. Oh Mann, was soll ich denn hier machen? Ich kann nicht sterben hier. Ach ne, guck mal. Oh, guck mal, ich kann ihn umbringen. Auf jeden Fall den ersten hier. Theoretisch bei den anderen sind keine Schussdinger, ne? Du. Das heißt, stirb mal bitte. Okay, tauch bei Nummer 13 hier da wieder auf. Ja, wenn du Abbau mache, töte ich ihn zwar, aber den hinteren würde ich nicht töten. Außer ich würde das gleiche nochmal machen, um dass ich wieder mal anders auftauchen. Ja. Bumm! That's no good. Okay, ich glaube, das ist wieder ein Level, wo ich hier sage. Kannst behalten, du Scheiß. Bumm! Weil unser japanischer Freund hat sich bestimmt wieder auch ausgekringelt an diesem Spiel. Und er dachte sich dann auch wieder so, das ist ein scheiß Level, ein richtiges scheiß Level. Bei einigen Levels sieht man ihn das an, weil die ganze Zeit sagen, schieß, nur um dieses Kack-Level zu machen. Naja, ich werde es herausfinden, ihr werdet es herausfinden, nächste Episode, denn die Loadrun-Episoden bleiben gleich, weil, bleiben gleich kurz. Alles scheiße. Also ich scheiße Puzzlespiel. Puzzlespiel ist sowieso nichts Gutes für Let's Play. Aber das ist wieder was anderes. Lebt wohl, Leute. Bis zur nächsten Episode von Loadrunner. Wir schaffen das Spiel doch irgendwann durch. Irgendwann. Ein Drittel ist ja schon geschafft. Zwei Drittel. Nicht ein Drittel.